Also kann Deodato ja doch mehr als wehrlose Tiere abschlachten, klammern lassen. Wer hätte das gedacht? Gut, zugegebenermaßen jeder, der auch nur ansatzweise einen Blick in seine Filmografie wirft. Ich muss zugeben, ich hasse Tiersnuff und ich verachte alles und jeden, der auch nur ansatzweise irgendetwas damit zu tun hat. Und das inkludiert natürlich den putzigen kleinen Ruggiero, der dafür zwar eine kleine Strafe zahlen musste, aber dem sonst nichts passiert ist. Yay! Aber trotzdem ist es meines Erachtens nach als Fan des italienischen Films ein Blick in seine Filmografie wert, weil Deodato hat neben seinem verachtenswerten Kannibalenschund, den aus mir absolut unnachvollziehbaren Gründen bis heute immer noch Leute als sehenswert bezeichnen, auch tatsächlich interessante und sehenswerte Filme gemacht. Unter anderem beispielsweise war er als Regieassistent für Sergio Corbucci bei dem absolut großartigen Django tätig. Er hat mit Antonio Margheriti Filme gedreht und er hat natürlich auch Solo absolut genialen Schund wie beispielsweise die Barbaren abgeliefert, hat aber hingegen sich ganz besonders meiner Meinung nach im Bereich des Actionfilms bzw. des Thrillers verdient gemacht, wo er zwar weniger bekannte Filme wie eben beispielsweise Eiskalte Typen auf heißen Öfen, der als großartiger Beitrag in der Poliziotteschi Edition von Filmart erschienen ist, bzw. mit dem absolut skurril betitelten Die Waschmaschine, durchaus interessante Filme abgeliefert hat. Die Waschmaschine übrigens ist 1993 entstanden und tatsächlich bis dato der letzte vollständige Spielfilm von Ruggiero Deodato. Danach hat er nämlich mit Bud Spencer und Philip Michael Thomas die Serie Zwei Engel mit vier Fäusten inszeniert, war dann teilweise bei Miniserien und anderen Serien tätig, hat mit The Profane Exhibit ein Segment in einen Episodenfilm eingefügt und hat dann erst im Jahr 2016 satte 23 Jahre nach Die Waschmaschine das nächste Mal einen Film gedreht. Die Rede ist dabei von Ballad in Blood, der im deutschsprachigen Raum jetzt als DVD und Blu-ray Premiere von Rawside Entertainment erschienen ist und der jetzt nicht nur in einem, nicht in zwei, sondern in gleich allen drei verschiedenen Cover Artworks bei mir eingetroffen ist und deswegen bin ich ehrlich gesagt in erster Linie absolut gespannt und freue mich natürlich darauf, euch in der heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray-Check alle limitierten Mediabooks von Ballad in Blood näher vorzustellen. Und so sehen die Cover in der Komplettansicht an. Das sind die drei Mediabooks, die Rawside Entertainment im deutschsprachigen Raum von Ruggiero Deodatos Ballad in Blood veröffentlicht hat, wobei von Cover A und Cover B 333 Stück im Umlauf sind und von Cover C sogar nur 222 Stück. Eine individuelle Limitierungsnummer findet sich allerdings auf keinem der drei Mediabooks. Interessant ist, dass Cover A und Cover C designtechnisch mehr oder weniger eine Einheit darstellen. So enthalten sie einerseits ein Bild aus derselben Szene des Films, zeigen auch den Titelschriftzug in derselben Schriftart und bieten demnach auch auf dem Spine ein absolut gleiches Bild mit dem gleichen Schriftzug. Beide Mediabooks sind im Hochglanzfinish gehalten, bieten eigentlich eine sehr gute Druckqualität in hochwertiger Mediabook-Gestaltung und sind mehr oder weniger für die Leute, die gerne die schroffen, sagen wir mal etwas ranzigen Designs bei ihren Titeln bevorzugen. Das sind ganz besonders Cover A auf jeden Fall die reißerischen Motive zu dem Film. Adrian Keindorf zeichnet sich verantwortlich für das gezeichnete Covermotiv B und liefert damit das von mir eindeutig bevorzugte Motiv von diesem Film ab. Wird jetzt wahrscheinlich an der Stelle auch niemanden überraschen, nachdem ich schon sehr oft gesagt habe, dass ich persönlich mich immer sehr bei den gezeichneten Motiven heimisch finde. Da finden wir den Ballad in Blood Titelschriftzug in einer komplett anderen Schriftart und natürlich dann auch in dieser Schriftart auf dem Spine. Außerdem, was mir ganz besonders gut gefällt, ist das blutige Messer, das mehr oder weniger so ein bisschen wie der Hai auf dem Cover von Der weiße Hai von unten nach oben schaut, mit dem schreienden Gesicht drauf und dem Blut. Andererseits noch die drei anderen Hauptcharaktere aus dem Film bei den Tätigkeiten, die sie mehr oder weniger den ganzen Film hindurch machen. Das einzige,
Einzige, was mir an der Stelle nur auffällt, wenn ich quasi das Messer und sie in der Mitte sehe, dass das direkt gerade neben mir das Mediabook zu Bloodhunt liegt, mit der Tagline Ever been fucked by a knife. Ouch. Auf jeden Fall hat Adrian da wieder wirklich gute Arbeit geleistet und ein tolles Cover gestaltet. Schauen wir jetzt einmal über den Spine auf das Backcover. Das ist übrigens in diesem Fall bei allen drei Mediabooks absolut identisch. Wir finden da die Inhaltsangabe des Films, einzelne Bilder, Cast and Crew Informationen sowie die technischen Details und die Informationen zum Bonusmaterial. So gibt es neben Trailern auf der Blu-ray und der DVD ansonsten nur ein circa 18 Minuten langes Behind-the-Scenes-Film, bei dem sich allerdings um nicht untertitelten und nicht kommentierten B-Roll handelt, was allerdings gerade für Leute, die sich wirklich für das Filmemachen interessieren, durchaus spannend zu sehen sein kann. Einfach einmal einen Blick hinter die Kulissen von dieser zugegebenermaßen recht einfachen Produktion zu werfen. Schauen wir jetzt einmal ins Mediabook hinein. Da finden wir auf der linken Seite die Blu-ray, auf der rechten Seite die DVD. Das Ganze mit einem sehr, sehr ähnlichen Druck, was einfach vom Design her, finde ich, ganz gut zusammenpasst und auch irgendwie ganz gut zum Hintergrund, dass mehr oder weniger dieselbe, wenn es jetzt Holzscheite oder Ziegeln sein, je nachdem, bietet, die mehr oder weniger auch den Hintergrund von den Covermotiven A und C ausgemacht haben. Übrigens an der Stelle, Cover A und Cover C bieten innen im Mediabook absolut dasselbe Design, was da dann natürlich auch noch sehr gut zu den Covern außen passt. Im Inneren von dem Mediabook, das insgesamt 24 Seiten Booklet umfasst, finden wir neben einigen Bildern aus dem Film auch einen Text von Christoph Kellerbach, der für mich persönlich absolut interessant war, der nämlich ganz besonders viel auch über den persönlichen Werdegang von Ruggero Deodato erzählt, viel von seinem kreativen Schaffen offenbart und eben auch genau einige der Aspekte, die ich am Anfang von diesem Video angesprochen habe, mir mehr oder weniger serviert hat. Danke, Christoph. Außerdem wirklich gut geschrieben und sehr flüssig und angenehm lesbar, bietet der Film auch einige Informationen rund um Ballad in Blood und ist demnach definitiv lesenswert. Ballad in Blood wurde im Jahr 2016 mit wirklich geringem Budget realisiert. Deswegen ist es auf jeden Fall interessant, wie der Film dann auf Blu-ray tatsächlich aussieht. Deswegen möchte ich euch wie gewohnt im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray-Check einige Screenshots aus dem deutschen HD-Transfer von Rawside Entertainment direkt zeigen. Weise allerdings wie gewohnt darauf hin, dass ich diese Bilder in keinster Art und Weise bearbeitet oder verfremdet habe. Sie aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern, auf YouTube hochladen und dann dort noch einmal komprimieren lassen muss. Deswegen können die Bilder in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 die tatsächliche Blu-ray-Bildqualität repräsentieren. Trotzdem ist es mit einer klitzekleinen Einschränkung doch dem Original sehr nahe. Der Film übrigens mit seiner Laufzeit von 94 Minuten belegt auf der Blu-ray ca. 19 GB und zeigt, und ich glaube, das wird auf den ersten Bildern auch schon sehr deutlich, einen logischerweise sehr digitalen Look. Das bedeutet natürlich, dass bei schnellen Kamerafahrten oder schnelleren Bewegungen die Verwischeffekte etwas deutlicher zu sehen sind, wie wenn man auf Filmmaterial gedreht hätte. Dafür sind allerdings ruhige bzw. nähere Aufnahmen umso besser. Die Schärfe ist nämlich den ganzen Film hindurch grundsätzlich wirklich gelungen und vor allem auch die Detailzeichnung in den Nahaufnahmen echt erstaunlich gut, sodass das Bild insgesamt definitiv sehr zufriedenstellend aussieht. Die Farben wirken teilweise etwas reduziert bzw. bewusst, um eben den Look des Films aufrechtzuerhalten, zurückgeschraubt. Der Kontrast ist produktionsbedingt ein klein wenig steil, kann aber trotzdem helle und dunkle Bildbereiche weitestgehend zufriedenstellend balancieren. Allzu störendes Rauschen bzw. Kompressionsspuren sind mir nicht aufgefallen, wenngleich man direkt bei ganz genau im Hinsehen die ein oder andere Block- oder Artefaktbildung feststellen kann, ist das jetzt nichts, was auch nur ansatzweise sich irgendwie störend auf den Filmgenuss auswirkt, sodass man sagen kann, der Film sieht genauso aus, wie man sich von einer digitalen Filmproduktion aus dem Jahr 2016 mit nicht allzu hohem Budget erwarten würde.
Ruggero Deodatos Ballad in Blood ist ein interessanter Film. Er ist definitiv nicht der Film, den ich mir erwartet hatte, und er ist wahrscheinlich auch nicht der Film, den ihr euch erwartet, wenn ihr immer noch die Cover Artworks A und C im Kopf habt. Mit einer Ballade aus Blut hat der Film nämlich herzlich wenig zu tun, außer tatsächlich diesen Motiven, die hier als Cover Artwork genutzt werden und die man eigentlich schon in den ersten Sekunden des Films sieht, hat der Film relativ wenig blutige Szenen überhaupt zu bieten. Es handelt sich bei dem Film eher um einen Erotik-Thriller, der vor allem seine erotische Komponente und vor allem den Drogenkonsum der Hauptdarsteller in den Vordergrund rückt und der mich vor allem damit überrascht hat, dass die schauspielerische Leistung der Hauptdarsteller meiner Meinung nach eigentlich verdammt gut war und dass die den Film durchaus getragen hat. Auch wenn die Geschichte dann letzten Endes die ein oder anderen ganz auffälligen Logiklücken hat und teilweise sich über einige Längen strecken muss, hat es der Film trotzdem geschafft, vor allem durch das Schauspiel, mich irgendwie bei der Stange zu halten und irgendwie doch irgendwie zu unterhalten und Spaß zu machen. Es ist ganz offensichtlich eine billige Filmproduktion, sowohl die Optik als auch die Art der Kameraführung zeigt, dass ein Regisseur wie Ruggero Deodato eigentlich schon mehr können könnte und sollte, kann aber eben als kleine Mischung aus Erotik-Thriller und Kammerspiel tatsächlich irgendwie unterhalten und überzeugen. Wer sich davon selbst ein Bild machen kann, der ist mit den Mediabooks von Rawside Entertainment definitiv bestens bedient. Die Bildqualität des Films ist sehr zufriedenstellend, besser wird der Film wahrscheinlich nie aussehen. Die Ausstattung ist in dem Fall nicht allzu umfangreich, aber mehr Special Features werden wahrscheinlich zu dem Film nicht produziert worden sein und demnach ist es zumindest nett, zumindest einen kurzen Blick hinter die Kulissen zu bekommen, beziehungsweise von Christoph Kellerbach ein hervorragend geschriebenes und lesenswertes Booklet mit dabei serviert zu haben.